Wir machen Strukturanalyse und dazu benutzen wir das spezielle Röntgenlicht, was uns BESSI zur Verfügung stellt. Und wir analysieren Strukturen von Eiweißmolekülen, von Proteinen. Die neueste Entdeckung ist, dass eine Nutzergruppe von der Universität Lübeck, die Arbeitsgruppe von Professor Hilgenfeld, Anfang Februar bei uns Kristalle gemessen hat von der Coronavirus-Protease. Und anhand dieser Struktur kann man jetzt rangehen und versuchen, entweder bestehende Arzneimittel anzupassen, zu modifizieren, um eben ein Medikament gegen das Coronavirus zu entwickeln. Man hat die Oberfläche von dem Protein und man muss sich genau angucken, wie diese Oberfläche aussieht, um zu verstehen, wie so ein Protein funktioniert, um praktisch die Schwachstelle dieses Proteins zu identifizieren, sodass man eine Art Vorlage hat, auf deren Basis man ein Molekül konstruieren kann, was diese Schwachstelle ausnutzt und dieses Protein praktisch in seiner Funktion hemmt. Die ersten Infektionen mit dem neuen Coronavirus, die wurden ja Ende Dezember, Anfang Januar bekannt. Dann haben Forscher sehr schnell die Gensequenz des Virus bestimmt. Dann hat die Gruppe aus Lübeck von Professor Hilgenfeld angefangen, diese Hauptprotease oder dieses Hauptprotein des Coronavirus herzustellen auf der Basis der Gensequenz. Sie haben dann sehr schnell Kristalle davon bekommen, dann angerufen bei uns und 3 Tage später Messzeit bekommen, konnten dann ihre Kristalle sehr schnell messen und haben dann im Prinzip am Tag darauf oder in den Tagen darauf die dreidimensionale Struktur der Protease bestimmen können. Da haben wir natürlich dann auch alles versucht, es möglich zu machen, dass die innerhalb von einer sehr kurzen Frist dann Messzeit bekommen. Wenn eine Nutzergruppe, wie eben in dem Fall der Aufklärung des Coronaviruses, wenn die zu uns kommen möchten und haben wirklich eine sehr dringende Anfrage, dann geht es so, dass die bei uns einfach telefonisch Kontakt aufnehmen mit dem Nutzerbüro. In diesem Fall hat das ganze 3 Tage gedauert, vom Anruf bis zu den Messergebnissen.